This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Ayo, this is a true love. Hi Leute, fletcherisieren geht's heute um. Ums richtige Kauen einfach. Ich denke, die erste Frage, die man sich stellen sollte beim Essen, noch bevor man sich fragt, bei den meisten Leuten ist es noch gar nicht nötig, zu fragen, was man isst, sondern auch erstmal, wie man isst. Oft ist es wirklich nur, man meint, man müsste essen, stopft sich was rein und man kaut gar nicht richtig. Fletcherisieren heißt einfach richtig kauen. Jedes Tier in der Natur macht's, kaut einfach nur. Schau dir die Tiere an, haben ein Blatt da im Mund und kauen da Stunden drauf rum. Und dann stecken sie sich mal wieder ein Blatt in den Mund. Kauen einfach, richtig kauen. Die Verdauung beginnt im Mund. Und wenn du nicht richtig kaust, dann ist es auch wurscht, was du isst. Und fletcherisieren, Fletcher hieß der Mann eben. Ich habe mich jetzt nicht weiter mit ihm beschäftigt, aber er hat anscheinend gesagt, es ist wurscht, was du isst, aber kau richtig. Wenn du es richtig genießt, erstmal, wenn du richtig kaust, dann isst du weniger einfach, viel weniger normalerweise. Weil wenn du richtig kaust, dann, wenn du das Essen richtig einspeichelst, bis es ein Brei ist und nicht die Brocken irgendwie ganz runterschluckst, dann isst du viel weniger und du wirst auch viel schneller satt. Das Sättigungsgefühl kann auch erstmal ganz normal einsetzen. Bei normalen Leuten setzt das Sättigungsgefühl ja viel zu spät ein, weil die Leute das Essen so runterschlingen, weil sie keine Zeit haben. Ess lieber langsam und dafür wenig. Es bringt nichts, wenn du was schnell isst und nur meinst, du müsstest es gerade essen. Es muss der Körper alles nur wieder losbekommen. Wenn du nicht richtig kaust, dann lass es. Das Essen muss auch schmecken, damit man das richtig kauen kann und einfach Speichel bildet und so weiter. Und das hilft schon so viel, wenn man mal richtig isst, wenn man wirklich nur das isst, wo dann auch der Genuss ist, sondern nicht nur das isst, was man gerade meint, weil es gesund wäre oder so, dass man das essen müsste. Und damit hat man schon so viel erreicht. Man kann echt oft schlechte Sachen auch mal zwischenrein essen oder so, das macht gar nichts. Wenn man das richtig kaut und richtig genießt in dem Moment, dann macht es gar nichts. Aber man muss es halt wirklich richtig kauen und dann auch genießen und sich dann nicht passiv irgendwie oder unbewusst doch ein schlechtes Gewissen machen, weil man gerade irgendeinen Schmarrn gegessen hat. Genießt es, wenn ihr was Schlechtes esst und kaut richtig, immer richtig kauen. Ist so wichtig. Es kommt noch vor dem, was man isst, wie man isst einfach. Es ist einfach genauso wichtig. Macht's gut, Leute. Peace.